Ja, ich propagiere ja seit ungefähr 3 Jahren Land auf Land ab das kinderfreie Leben. Das hängt unter anderem mit meiner Lieblingsgrafik zusammen. Kann man auch googeln, ist eine kanadisch-schwedische Studie und die besagt, dass 58,6 Tonnen CO2 eingespart werden können, wenn ich mich persönlich beispielsweise nicht reproduziere. Hier haben wir die anderen kleinen Punkte wie weniger Fliegen, weniger Fleisch essen. Das ist halt alles verschwindend gering im Vergleich. Und tatsächlich hat diese Studie dazu geführt, dass ich mich dann vor ein paar Jahren entschieden habe, nein, ich werde keine Mutter. Das war aber nicht der einzige Grund, sondern natürlich als Radikalfeministin kann ich auch nicht den patriarchalen Imperativ befolgen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das erklären. Sie können ja nachfragen, nachdem Sie bei toxischer Männlichkeit auch schon Verständnisschwierigkeiten hatten. Ach so, stimmt, ja genau. Gut. Und der dritte Punkt ist natürlich, gerade wir hatten ja schon die ganze Zeit die Pandemie und so weiter. Und ich frage mich jetzt schon, Corona-Babys, ach wie süß. Ich denke mir, ach wie irrsinnig, muss ich wirklich so sagen. Weil was für eine Welt ist das? Das würde ich einem Kind, ich bin so froh, dass ich mich so entschieden habe vor ein paar Jahren. Ich bin jetzt 42, okay, ich habe regelmäßige Blutungen, alles gut. Also ich werde jetzt die letzte Phase der Fruchtbarkeit auch hoffentlich auch noch hinter mich bringen. Ja, das ist sehr interessant. Frau Braunschweiger, Sie haben also gesagt, Sie finden ja eigentlich Frauen, die jetzt ein Kind bekommen, irrsinnig. Wenn ich sie richtig verstanden habe. Und Männer natürlich, ja, weil jetzt gerade in der Zeit kann man doch dem Kind nicht zumuten, dass es diese ganzen Schulschließungen überhaupt keine normale Jugend und Kindheit mehr finden hat. Finden Sie mich irrsinnig? Finden Sie sich irrsinnig aus? Ich unterbreche mich jetzt. Ja, ich muss Sie unterbrechen, weil den Krieg und diese Klimakatastrophe. Ich muss Sie unterbrechen. Ich finde das dann also nicht so gut, sich jetzt zu reproduzieren. Ja. Sind Sie jetzt schwanger? Ja, genau. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt sehr spannend hier am Tisch, weil Sie haben ja damit eigentlich gesagt, das müsst ihr auch gar nicht. Aber das heißt, ich finde es ganz spannend, wirklich ja, also von Frau zu Frau. Ich bin ja ganz viel gewöhnt, wenn ich sage, dass ich schwanger bin. Ganz viel, muss ich sagen. Aber ich bin noch nie gewöhnt, also noch keiner hat gesagt, dass ich irrsinnig bin, jetzt ein Kind zu bekommen. Okay. Und deswegen frage ich mich, wie das bei Ihnen als Lehrerin ist. Das ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Ich habe Sie besonders gerne übrigens, weil ich schwanger bin, zu dem Thema heute eingeladen, weil ich es so furchtbar spannend finde. Ja. Um jetzt nämlich mal zu fragen, wie nehmen das denn die Eltern ihrer Schüler auf? Also sind die auch Lehrerinnen? Ich würde mich jetzt wundern, wenn mein Kind später, also jetzt wird es ja noch nicht so bald zur Schule gehen, aber wenn es dann zur Schule geht und sagt, ja, die Frau Braunschweiger Mama, die hat mir heute erzählt, ich soll später lieber keine Kinder kriegen fürs Klima. Also das mache ich ja natürlich nicht im Unterricht, okay. Da mache ich Present Perfect und was ich halt im Lehrplan so vorfinde. Also ich meine, da komme ich logischerweise nicht mit meinem privaten Zeug daher, das ist ja klar. Mhm. Als Publizistin und Autorin und Radikalfeministin habe ich eine völlig andere Agenda als jetzt das, was ich hier im bayerischen Lehrplan so mache. Haben Sie Haustiere? Ich habe kein Haustier. Auch wegen dem Klima? Tiere sind ja auch Ich liebe die Tiere sehr. Und, also ich möchte halt auch die lebenden in der Wildnis zu Hause seienden Tiere, wie zum Beispiel Giraffen, Elefanten und so weiter. Wir sind ja im x-ten Massensterben und Artensterben. Und ich möchte nicht, dass noch mehr Tiere wegen uns Menschen aussterben. Ich meine, wir sind so viele Milliarden. Und es heißt dann immer so schön Habitatverlust. Na gut, das heißt auf gut Deutsch, dass halt die Menschen mal wieder was zubetonieren, den Tieren wegnehmen und ganze Tierarten aussterben. Ich finde aber diesen Anthropozentrismus, nicht so gut. Ich finde den im Gegenteil sogar grundfalsch. Und ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, immer noch mehr Konsumenten für den Kapitalismus hier als mir persönlich herausploppen zu lassen. Vielleicht wäre Ihr Kind ja auch Kommunist geworden. Das wissen wir ja gar nicht. Weiß man nicht, was rauskommt. Herr Gaffroy, können Sie das denn nachvollziehen, die Argumentation von Frau Braunschweiger? Nein, ich muss erst mal einer gewissen Fassungslosigkeit Ausdruck geben. Denn ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so traurig sein muss wie Sie und so an der Welt verzweifelt ist. Nicht beleidigend werden. Das ist nicht, entschuldigen Sie bitte, das ist nicht, wenn ich Trauer und wenn ich Traurigkeit feststelle, ist das eine Feststellung meinerseits, die ich dann wohl vielleicht vermute. Ich bin heute überhaupt nicht traurig. Nein, Sie vielleicht gemerkt haben, ich lache viel, ich bin sehr fröhlich und zwar, weil ich keine Mutter bin. In Ordnung. Nein, darum geht es gar nicht. Ja. Sie Mutter sind und nicht, das ist letztendlich Ihre Entscheidung. Ja. Aber es geht mir darum, dass Sie praktisch eine Absage an das Menschsein formulieren. Na, gar nicht. Doch, natürlich. Ja. Wenn Sie dafür plädieren, dass keine Kinder mehr auf die Welt kommen. Nein, weniger. Was ist denn das schon wieder? Was ist denn weniger und was ist denn mehr? Wer legt denn das fest? Ja, ich kann sagen, das ist wirklich, was Sie machen. Entweder zynisch, ignorant, das glaube ich aber bei Ihnen nicht, sondern es ist eine besondere Form, ich kann sie nicht nachvollziehen, von Egozentrik. Sie können doch von sich aus nicht festlegen, Sie verneinen das Menschsein, die menschliche Entwicklung. Sie verneinen, dass andere Menschen Kinder kriegen sollen, an denen sie vielleicht Freude haben.
Haben Sie sich mal vorgestellt, wie eine Gesellschaft aussieht, die sich zu dem entschließt, was mit denen wird, wenn nur noch alte Knochen rumkriechen wie ich und das, ja, verstehen Sie, da lacht er, wird er sich freuen, wenn er endlich verreckt. Das mache ich, gefallen tue ich ihm aber nicht. Aber, nein. Ein wenig Mäßigung jetzt. Ach, Quatsch hier. So, nein, das heißt Mäßigungsgebot. Schlimm, dass Sie sich dem unterordnen. Sokrates hat gesagt, wer sich wie ein Sklave benimmt, ist zu Recht ein Sklave. Sie, ich an Ihrer Stelle, wenn Sie aufrecht werden, hätten Sie längst den Beamtenstatus verlassen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich mag meinen Job gerne. Na, das mag ja sein. Erzählen Sie nicht, dass Sie die Hände nicht meinen, sagen dürfen. Das machen Sie in Tugend, weil Sie Opfer sind. Nein, ich finde Ihre Haltung unglaublich und macht mich sehr traurig. Und mir fällt da noch was anderes ein. Es gab in der deutschen Frau schon mal, in der deutschen Gesellschaft schon mal Persönlichkeiten, deren Namen ich nicht nennen möchte, die ihren Kindern sich versagt haben, weil die Zukunft nichts bringe. Solchen wirklich apokalyptischen und auch menschenfeindlichen Positionen kann ich mich nicht anschließen. Wir machen die Runde einmal weiter auf. Zu Ihnen, Herr Heinz Mayer. Frau Hohenschlager, wir holen einmal alle Meinungen ab. Wir wollen ja miteinander debattieren, nicht nur Monolog gegen Monolog. Als Jugendforscher vor allem, wenn Sie darauf auch blicken, auf die Jugend, wie sehen Sie denn die These von Frau Buhnschweiger? Also ich möchte jetzt nicht gegen diese These argumentieren. Ich kann nur sagen, ich persönlich habe ein Corona-Kind bekommen. Das ist jetzt 2,5 Jahre alt. Macht mich wahnsinnig glücklich. Und wie ich jetzt fortgeflogen bin, hat sie sich an meinen Fuß geklammert. Und das war rührend, noch eine 10-jährige Tochter. Also ich glaube, das Problem ist, dass da wirklich für mich ein bisschen ausschließlich rational argumentiert wird. Weil da geht es ja auch um Gefühle und Emotionen. Und ein Kind zu bekommen, da gebe ich schon recht, ist nicht immer vernünftig. Ich habe eins bekommen, da war ich 60, ist nicht unbedingt vernünftig. Aber es ist, macht mich glücklich und es ist, macht mein Leben schöner und ich glaube, das Kind ist auch sehr glücklich, alles ist gut. Soziologisch betrachtet ist es so, dass wir sehen, dass das Bedürfnis nach Familie immer größer wird, vor allem bei jungen Menschen und auch wieder nach Kindern. Also das heißt, man hat den Traum, wirklich eine funktionierende Familie zu haben, Kinder in die Welt zu setzen, möglichst aufs Land zu ziehen und dort glücklich und friedlich zu leben. Und ich finde das irgendwie, verwundert mich auch nicht, weil die sagen uns ja auch, diese Welt ist so herausfordernd und so schwierig geworden und es ist so viel Wettbewerb und so viel Krisen. Ja. Ich möchte einen Raum haben, wo ich mich zurückziehen kann und einfach glücklich sein kann und ein bisschen in Harmonie leben kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Das heißt, wenn ich die Familie so nüchtern betrachte, dann wird man einfach dieser Kultur, dieser Familienkultur und dieser emotionalen Kultur nicht gerecht. Wie sehen Sie es? Ja, ich glaube, man kann sagen, Ihre Meinung dazu. Also, ja, erstmal, ich habe 3 Kinder und ich bin auch total glücklich. Seit Juli, Ende Juli, zum 18.07. habe ich meine erste Enkeltochter gekriegt. Ich finde das total super. Und ich kann Ihnen auch berichten, meine Tochter ist wirklich fröhlich und glücklich. Also deswegen finde ich das etwas irrational. Also, auch mein Corona-Kind ja noch. Ja, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Sie geben mir jetzt natürlich Hoffnung. Ich glaube, ich muss da, ja, absolut. Und ich muss auch sagen, ich arbeite lieber dafür, wenn ich gegen den Klimawandel arbeiten will, arbeite ich lieber dafür im Parlament und schaffe Regeln und Rahmen, dass wir ein besseres Klima sozusagen in den Griff bekommen und gehe nicht zu solchen irrationalen Momenten über und entscheide mich dafür, keine Kinder zu kriegen. Es gibt Studien, die Frau Buhnschweiger recht geben, die sagen nicht wegen dem Klima nur, sondern die sagen, kinderlos ist man glücklicher. Und auch Publizistinnen, die sagen, Kinder sind ein Freiheitskiller. Also ich glaube nicht, dass man da glücklicher sein kann, Frau Schick. Das glaube ich einfach nicht, weil Kinder geben einem so viel und Kinder, man kann von Kindern auch wieder lernen. Und das ist eben genau das, was hier völlig außer Acht gelassen wird. Und insofern finde ich das gut, ne, dass Sie noch ein Kind kriegen. Sehr gut. Dass ich den Nachwuchs in diesem Land am Laufen halte, wird bestimmt politisch streitbar, was er hier immer mitbekommt in den nächsten Monaten. Aber Frau Buhnschweiger, wenn wir jetzt darauf blicken und Sie die anderen Meinungen haben, die natürlich auch emotional sind. Das ist ein emotionales sehr traurig, Thema. Dass ich hier die typischen deutschen, es tut mir leid, alte Männer-Meinungen und die typischen Klischees, ich kann schon Bullshit. Ich bin kein alter Mann. Sie nicht, aber die drei Herren, das ist halt echt Bullshit. Darf ich bitte erst reden? Ich könnte trotzdem, es ist eine Ich-Botschaft, wie Sie vielleicht wissen, wenn ich sage, ich könnte Bullshit-Bingo spielen, wenn ich höre wieder menschenfeindlich, oh, mag keine Kinder, ist nicht zukunftsorientiert. Das genaue Gegenteil ist ja schließlich der Fall. Und ich
zum Beispiel merke ich auch immer diesen tiefen Narzissmus bei Eltern. Es muss mein Kind sein und meine schönen blauen Augen muss ich vererben. Und weil jemand adoptieren, wir haben 3000 Kinder zum Beispiel im Waisenhaus in der Schweiz. Wäre das für eine Adoption gewesen? Ja, Adoption? Die können bleiben, wo der Pfeffer wächst, weil für die interessiert sich keiner. Nein, ich muss unbedingt da dieses Mini-Me, wie es ja im angloamerikanischen Bereich ist. Warum haben Sie nicht adoptiert, wenn Ihnen die Frage nicht zu persönlich ist, natürlich? Ich habe ja eh dienstlich viele Kinder und Kinder von Freunden, Verwandten. Ich habe schon, es müssen nicht meine eigenen Kinder sein. So ein Narzisst und Egoist bin ich halt nicht. Ist so. Es gibt auch Studien, die sagen, man wird demütiger mit Kindern und weniger egoistisch, weil man natürlich für die Kinder sich zurücknimmt. Ja, aber es geht ja immer noch um einen selber, weil ohne mich gäbe es ja das Kind gar nicht. Also das ist schon eine sehr narzisstische Sache,